So, hallo und herzlich willkommen zu XCOM 2. Ja, wir hatten ja in der letzten Folge mehr oder weniger unsere Soldaten verloren gehabt, nur leider ist dabei der Computer dann abgestürzt und somit sind wir wieder, müssen wir diese eine Mission da im Grunde genommen nochmal neu machen. Ihr seht, unser Raumschiff ist soweit immer noch das alte und wir müssen jetzt nochmal auf die Brücke, damit das denn da weitergeht. So, jetzt fliegen wir da nämlich zur westlichen USA. Ja, leider ist das abgestürzt. Ärgert mich auch immer ein bisschen, wenn sowas passiert, gerade hier bei so neueren Spielen. Wir müssen aktiver werden, Commander. Wenn wir Advent bei jeder Gelegenheit angreifen, stärkt dies den globalen Widerstand. Im Gegenzug versorgen sie uns mit Material und Personal für unsere Einsätze. Nur irgendwie haben wir jetzt einen ganz anderen Einsatzort, kann das sein? Wir haben was ganz anderes. Ziel, beschütze das Gerät. Aha. Commander, Shen hat ein Medikit für uns vorbereitet. Wir sollten einen unserer Soldaten vor dem Einsatz damit ausstatten. So. Ja, das sind natürlich alles die, die wieder leben, ne? Die waren eigentlich schon tot in unserer anderen Folge. Medikit. Nehmen wir mal. Aber was mir leider immer noch nicht so ganz gefällt, ist, die Leute haben Waffen im Grunde, mit denen sie noch gar nicht wirklich umgehen können. Wenn wir jetzt hier mal gucken, bei ihr, der Wille ist 44 und die... Was steht da? Stand da jetzt zufällig? Zielsicherheit ist 75%. Soldatenfähigkeiten. Na gut, sie ist eigentlich die zielsicherste, ne? Lassen wir das so mal so. Hatten wir ja noch eine Rüstung gebaut gehabt? Nee, ne? Rüstung ging nicht. Na gut, dann machen wir das mal. Das scheint jetzt aber eine ganz andere Mission zu sein. Bin ich ja mal gespannt. Sky Ranger eingesetzt. Der Trupp ist bereit und wartet auf Ihren Befehl, Commander. Probieren wir mal. Der Widerstand hat über einen Zugangspunkt in diesem Gebiet eine Verbindung zum Advent-Netzwerk eingerichtet und kritische Daten des jüngsten Alien-Projekts abgefangen. Leider hat Advent das Signal entdeckt und rückt aus, um die Stellung zu zerstören. Wir müssen handeln und alle Feinde ausschalten, die das Gerät bedrohen. Aha. Könnt ihr überhaupt verteidigen, Leute? Würde ich doch Minen überall hinklatschen, oder? Ich meine, ich bin der Commander, ich weiß, ja? Menace 1-5, feindliche Truppen sind bereits auf dem Weg, um den in der Nähe installierten Datenzugang zu zerstören. Ach, ich dachte... Uns bleibt nicht viel Zeit. Wir müssen das Gebiet säubern und das Gerät um jeden Preis sichern. Na, wie cool ist das denn? Jetzt müssen wir da hinrennen, weil wir nicht irgendwie hier abspringen konnten, oder wie? Leute. Gut, ich würde sagen, wir teilen uns auf. Wir machen zwei Zweier-Team. Die einen gehen da lang, die andere gehen da lang. Ich habe hier feindliche Aktivität. Ja, nun weiß ich nicht. Commander, wir haben die Chance, Ihnen richtig weh zu tun. Stellen Sie sicher, dass wir unseren Vorteil optimal nutzen, bevor Sie den Kampf eröffnen. Unsere Gremlins können versuchen, uns von hier aus Zugriff zum Advent-Netzwerk zu verschaffen. Mhm.
Vielleicht können wir ihre Systeme hacken und einen Vorteil erlangen, aber Vorsicht! Wenn sie uns bemerken, wird alles nur noch schlimmer. Gut, dann geht die Emily auch hier hin, weil die kann nämlich hacken. Alles klar. So, und die anderen, die... Die gehen dann mal hier lang. Irgendwie, da ist noch Deckung. Position bestätigt. Und die kann mal... Ach, gucke, hier ist denn Ton, ne? Wenn ich das jetzt so richtig gesehen habe und dadurch könnten die uns dann wieder hören, ne? Hier ist voller Schutz, hier ist halb voller Schutz. Ja, wir müssen ja irgendwie dahin, ne? Ja komm, geht die hier auch lang, wa? Weil hier können wir nicht viel machen. Oder wollen wir hier außenrum mal lang gehen? Könnte ja vielleicht auch nicht schlecht sein, oder? Wenn wir mal hier so außenrum gehen. Ja, komm, das machen wir mal. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Er ist hier so auch der Einzelkämpfer. Er ist ein ganz cooler Typ irgendwie. Er macht das schon. Aha. Die schießen ja schon dahin. Und da, und dadurch geht das ja schon kaputt und dadurch, verstehe. Gut. So, dann hack mal. Hacke mich ein. Mach das. Guck mal, eine süße Taube, ne? Feedback-Effekt. Gruppe. Ah ja. Tja. Schlechte Chancen irgendwie, ne? Versuchen wir es. Juhu! Ich bin drinnen. Das ist gut. Bist doch ein Schatz. Habe ich doch schon immer gewusst. Bin auf dem Weg. Emily ist einfach ja richtig klasse. Die kann. So, was mache. Wo war jetzt das hier? Lass das bloß nicht meiner Susanna hören. Gehen wir hier, haben wir bin halbe unterwegs. Deckung. Feindlicher Trupp geortet. Genau vor der Tür da. Mhm. Ja. Bloß ich sag mal ganz ehrlich, mit einem Maschinengewehr oder sowas, mit was die da auch immer raufgeschossen haben, ja. Im Grunde genommen stellst du dich da hin und schießt darauf oder schmeißt eine Handgranate rein und schon wärst du auch das Ding auch kaputt, ne? Also das ist so ein bisschen komisch. Gut, wir nehmen jetzt erstmal hier den Typen hier. Wir laufen hier einfach mal rum. Damit wir auch mal sehen, was hier so Sache ist. Naja, im Grunde genommen kann er ja von hier hinten schon raufschießen, ne? Bringt uns aber nicht viel.
das ist irgendwie Blödsinn, oder? Schon unterwegs. So ein bisschen ist das Blödsinn. Achso, nur sie kann. Na gut, dann beenden wir mal den Zug. Ja, die schießen nur drauf, ne? Aber es wäre ja echt mal cool, wenn wir den hier zuerst tot kriegen. Weil der hoppelt uns doch hier wieder wie sonst was und macht uns nur überall Panik und sowas. Wäre schon cool, wenn wir den als erstes mal wegbekommen. Achso, das sind hier normale Leute, ja? Bist du normal, ja? Gut. Was ist denn mit der Granate? Können wir die eigentlich jetzt da schon... Guck mal, theoretisch... Könnten wir. Die Frage ist nur, die wollen wir. Weil die Susanna kann nichts machen und ansonsten haben wir hier vorne auch keinen, weil die Emily, die ist ja erst noch hier beim Auto. Komm, wir machen's. Boom! Ganz meine Redensart. Aber der eine ist nämlich jetzt tot. Und... Sie haben uns. Der weckt ihn ja jetzt erstmal auf. Oder auch nicht. Ja. So. Guck mal, und jetzt kann sie hier nämlich ruhig nochmal Boom sagen. Nee. Ach so. Okay, sie kann noch nicht Boom sagen. Dann kann er mal hier hin. Und dann kann er nämlich auch Boom sagen, ne? Da ist dieser Tank, ne? Granate unterwegs! Na, er ist tot, ja. Sehr gut. Eine Beförderung. Das will ich hören. So. Susanna kann hier jetzt eins vorgehen. Und da kannst du nämlich auch mal eine Splittergranate schmeißen. Genau dahin. Was? Das macht nur ein Dreier Schaden den? Der ist ja heftig. Rennst du mal dahin? Die Emily und ich hoffe, die Emily kann schießen. Den da im Visier. Dann geht doch mal hier hin. Okay. Sie wollen uns flankieren. Ja, wollen die. Kriegen sie aber nicht hin. Wieso stand da jetzt markiert? Kann mir das einer erklären? Springt da einfach durchs Fenster, ohne sich irgendwie zu verletzen oder sowas. Ich brauche Hilfe! Schon übel. Jetzt wollt ihr durch die Decke schießen oder was? Die Flammen sind zu nah! Beruhigt euch, Mädels. Alle Dude. Alle Dude, ich bin der Commander. Ist alle Dude, glaubt's mir. Wir sollen ja nur das Ding da verteidigen, ne? Und das klappt bisher eigentlich, denke ich mal, ganz gut. Bis jetzt. So, wir könnten...
bis hierhin laufen und dann da oben nochmal eine Splittergranate reinschmeißen. Wir sind in der Nähe des Ziels. Oder reinschießen, wie auch immer. Minus 1-5, wir haben Sicht aufs Ziel. Rücken Sie vor und schützen Sie die Ausrüstung um jeden Preis. Ja, Chef. Kann ich mich auch erstmal um andere Sachen mich hier irgendwie ein bisschen kümmern. Warte mal, wir müssen jetzt hier irgendwie den da nach Tisch treffen, ne? Warte mal, können wir nicht die Kamera irgendwie erstmal drehen, dass wir da ein bisschen bessere Sicht haben, genau in die andere Richtung? In etwa so. Ja, mach mal so. Versuch mal. Ja, Kopf runter. Der hat überlebt, wa? Aber er ist runtergefallen. Haben wir ihn den Boden weggesprengt. 20% ist ein bisschen wenig. Bin auf dem Weg. Mit der Pistole abfeuern. Das wird ja was. Mensch! Eiskalt, Ziel die Susanna, wa? Manometer, licht euch bloß nicht mit dem Mädel an. Alter, habt ihr das gesehen mit der Pistole? Los, los, los! Das ist meine Susanna, sage ich euch. Was ist jetzt? Was war denn das? Der Schuss kam aber von hinten, ne? Der Alien ist tot. Jetzt mal ehrlich, der Schuss, der kam doch von hier, oder? Ich rücke aus. Mach das mal. Haben es mit Edwin zu tun. Na, toll. Wieder so eine Kruppzeugviecher. Schieß mal auf den. Und 4er Schaden haben wir angerichtet. Sehr gut. Hat der nur noch 3? Nö, 4. Gut. Hätte er sein können. Kann er hier nicht irgendwas machen? Er kann gar nichts machen. Er ist so halber Zuschauer mehr oder weniger. Soll er mal von hinten kommen? Blödsinn wieder, ne? Also, wie kann das durch diese Wand 26% sein? Komm, zeig mir mal, wie das gehen kann. Ah ja. Feind steht noch. Das war mir fast klar. Ah, und die Susanna, die kann auch nach hinten laufen. Position bestätigt. So, und sie? Ja, ich weiß nicht. Ich würde es jetzt nicht toll finden, wenn wir jetzt mit allen hierher kommen, weil eventuell kommt ja hier irgendwo noch Verstärkung oder sowas. Das wäre vielleicht gar nicht mal so toll. Deswegen werden wir mal sie hier irgendwie vielleicht sogar hierhin positionieren. Dass die eben drinnen bleibt, ne? Also draußen irgendwo. Und die anderen, die können sich hier irgendwie so verstecken. Also die Alien sind da hier wieder nicht, ne? Diese Edwin-Dinger. Alien-Typen. Die Toten finden keine Ruhe. Die Aliens können sie per Gedankenkontrolle steuern. Guck mal, er rennt jetzt hier auch einmal rum, ne? Das war cool. Hilfe! Verdammt! Ich brauche Hilfe! Wie eine Memme, ne? Er ist ein Amerikaner, stelle ich gerade fest.
Nein, das soll nichts heißen. So, dann kann sie hier nämlich da lang feuern. Das ist ja fast genau das, was ich... Muss mich zusammenreißen. Na, das wäre schön, wenn du dich echt zusammenreißen würdest. So. Kann sie hier nicht irgendwas machen? Hier mit dem... Na, Pistole schon wieder... Ja, dann mach es mal mit der Pistole. Das sah geil aus, wie du es gerade hinkommst. Daneben. Hast du aber cool gemacht. Sieht viel steht cool aus. Noch. Ja, steht es noch. Gut, schießen wir auf ihn, ne? Vierer Schaden, damit steht der noch. Hättest ruhig mal richtig ballern können, oder? Ja, siehst du, das ist lustig, dass da noch Verstärkung kommt. Das war mir echt klar. Aber gut, wenigstens nur drei so eine Soldatenviecher. Nicht hier wieder so ein Alien. Was hat er gesagt? Keine Ahnung, aber wir haben unsere Susanna da hinten. Schlecht aus, ne? Aber gut, da ist er auch irgendwo selber schuld. Irgendwie ist er da auch selber schuld, oder? Hättest du den selber abgeknallt, dann hättest du nicht das Problem. Ist ja jetzt nur meine Meinung, ja? Also, ich meine, wenn du hier die Waffe hast, da der Kupp vom Gegner, ja? Und trotzdem ist es nur 87%. Ne? Also, Leute, da kann schon einiges schief gehen. Ne? Guckt euch das an. Da musst du sie echt auch noch ansetzen. Ne? Junge. Feind ausgeschaltet. Jan Stolz. Bin leer geschossen. Leer geschossen bist du, ja? Ah ja. So. Kost 1 zu setzen. So, warte mal. Wir wollen jetzt hier im Grunde genommen unseren Roboter. Ja, wem helfen wir denn mit einem Roboter? Komm, lassen wir erstmal mit einem Roboter. Ist erstmal okay. Dann lass uns mal hier hingehen. Bestätigt, Rücker. Weil ich weiß nämlich jetzt nicht gerade, wie es aussieht mit der Susanna. Oh, komm. Den triffst du doch. Der kickt gerade. Komm. Ach, Mensch, Mädel, ey. Nicht mal knapp. Hoher Munitionsverbrauch. Mal sehen. Daneben. Wenn meine Leute mal treffen könnten, ey, das ist doch irgendwie... Komm schon! Ich weiß nicht, also irgendwie müsstet ihr mal lernen. Vor allem, wie sollen das schon wieder gehen? Ja, 81%. Und hier ist nichtsdestotrotz irgendwie eine Wand dazwischen, ja? So, komm, wir stellen ihn jetzt dahin. Bin auf dem Weg. Ist mir egal, ob der jetzt stirbt. Sag ich ganz ehrlich, der soll den da jetzt abknallen.
Und dann ist die. Sehr gut. Feind am Boden! So. Die Waffe verschlingt meine Munition! Jetzt sind die wieder dran. Wir müssen ihn jetzt hier natürlich noch irgendwie wegbekommen. Ja, du hast getan, was du konntest. Hast du echt toll gemacht. Nee, also ehrlich. Hat auch gut gemacht. Wir brauchen eine Notfall-Evakuierung jetzt! Ihr sollt das Ding beschützen. Da gibt es keine Evakuierung. Also, Leute. Lässt du meine Susanne in Ruhe, sag mal. Also was ich sehr schwer finde, ist natürlich, dass die, dass hier echt sehr viele Gegner sind und wir im Grunde genommen mit Leuten rumrennen, die nicht mal schießen können. Ja, weil den musst du treffen können. Also, wenn du den nicht treffen kannst, dann kannst du es eigentlich auch sein lassen. Genauso wie er. Ja, wenn man mir wirklich sagen, diese Eisenstäbe, die da irgendwie dazwischen sind, dass die jetzt echt so der Störfaktor sind oder was. Guckt euch das an jetzt hier. Albern, oder? Bumm. Ja, ist doch albern. Es ist albern. Also... machen wir uns mal nichts vor, aber das ist ein bisschen albern. So. Was zeigst du jetzt? Wahnsinn. Wie hast du das gegen eine... Feind wow. Ausgeschaltet. Respekt, Lady. Negativ, Waffe ist leer. Doch, positiv. Tief hast du gut gemacht, Mensch. Nee, also das sind so Dinger, wo ich wirklich sagen muss, das ist ein bisschen albern. Stehe unter starkem Beschuss. Das sollten sie vielleicht mal irgendwie noch mal gucken, ob man das nicht reparieren könnte. So. Hier haben wir wieder Teile, die wir in 3 Runden aufheben müssen. Na toll. Ja gut, okay, die sind auch so dämlich. Eure Position wurde kompromittiert. So. Ich sag mal, wichtig ist ja erstmal, dass das Ding hier ganz bleibt. Das ist ja erstmal das Wichtigste. So, nachladen. Ja, lade bitte nach. Waffe geladen. Und dann schieß mal. Mal gucken, ob du es hinkriegst. Geil. Bestätigter Abschuss. So, die ist jetzt hier ein bisschen in der Zwickmühle. Die gute Susanna. Und das hier, das... begebe mich zu dieser Position. Heben wir mal auf. Mehrlader und Forschungsgeschwindigkeit. Okay. Ja, dann nimm mal auf. Ich hab was Neues. Ja, schön für dich. Und die Waffe nachladen. So, was machen wir jetzt hier mit unserer Susanna? Das ist... ich find's schwachsinnig, Leute. Es ist wirklich Blödsinn. Ich meine, er, okay, er ist so in Deckung und so, ja, keine Ahnung. Aber er? Wieso ist das 28%? Das ist Blödsinn in meinen Augen. Komm, mach. Renn um dein Leben. Gut. Ja, das sah danach aus. So, das ist der letzte, ne? Kann das sein? Komm, bitte verschieß oder hab Panik oder so. Lass meine Susanna am Leben, Mensch. Den hab ich mir anders vorgestellt. Jetzt ist meine Susanna tot. Was? Nein! Was doch passiert hier? Das ist nicht richtig! Das ist nicht richtig! Nein! Ich bin auch ganz traurig. Ja, doch, ich kann's. Oh.
So. Ja gut, sie lassen wir jetzt wirklich hier. Bin dabei. Weil da habe ich jetzt keine Lust, mit einer da hier rumzurennen oder irgendwie sowas, weil die andere da in Panik ist. Achso, guck mal, der kann so weit schießen, ja. Ja. Ich dachte, er müsste jetzt mal da hinrennen irgendwie. Aber nein, müssen die müssen das nicht, ne? Wir müssen da bis sonst wohin rennen. Nachladen? Hatten wir das nicht schon? Rock'n'Roll! Rock'n'Roll, ja, ja. Zuerst Holzkrampf hier vom Allerfeinsten und dann. So, Feuerschutz. Gebe Feuerschutz! Er muss doch hier weiter vorrennen, oder? Ah, ja, da ist er. Die schießt jetzt durch die Wand, oder was? Ach, ja. Ist klar. Es bewegt sich noch! Gut, sie kann jetzt hier auch mal wieder ein bisschen vordackeln. Nähere mich der Zielposition. Da scheint jetzt wirklich noch dieser eine zu sein, ne? Da haben wir das echt mal gepackt irgendwie. Komm, die kann richtig gut schießen. Siehst du? Was ist ein Schatz? Menace 1-5, Status bestätigt. Alle Feinde erledigt und Gebiet gesichert. Menace 1-5, Status bestätigt. Mission erfüllt. Ach, Leute. Operation Dämonischer Seufzer haben wir geschafft. Getötete Soldaten 2, okay. Leider war der amerikanische Mike, hieß er, glaube ich. Und unsere russische Soldatin, die Susanne. Ja, leider. Ist das so. Kann man leider nicht ändern. Weiter geht's. Getrauert haben wir jetzt, oder? Also. So. Mikey, der. Und natürlich unsere Susanne. Am häufigsten angegriffen, ja. Ja, die müsste schon einen Orden kriegen irgendwie, ne? Susanna, das war eine ganz tolle. Die war gut. Ja. Gut. Dann kriegen wir jetzt wenigstens auch diesen Ingenieur. Ja, die ist ganz traurig. Achso, schwer verwundet. Okay. Ja, und sie macht sich hier, ne? Also, das war schon echt eine ziemlich gute Leistung, was sie da abgeliefert hat. Abgesehen jetzt von ihrer Panik oder sowas. Aber trotzdem, das war schon richtig gut, was sie da gemacht hat. Bin ich wirklich sehr überrascht. Wo steht denn jetzt ihr Name? Steht gar nicht mehr da, ne? Abgesehen jetzt hier von Huggies. Wie hieß denn die? Emily, war das sie? Ja, ne? Das ist die Emily, ne? Ja, hat sie gut gemacht. Die Susanna ist leider tot. Kuznetsova. Tja, schöner Name. Ja, und Morphe ist auch tot. So ist es leider. Gut. Machen wir mal weiter, aber wie gesagt, hier die Emily, die ist wirklich, die macht sich richtig gut. Von ihr bin ich nicht so überzeugt. Mal Kills hat die 5 gemacht und die Susanna hat auch 4. Ja, also die war gar nicht mal schlecht. So. Den Mehrlader hatten wir. Eine Chance von 5%, das Ziel ungeachtet seiner TP sofort zu zerstören. Mhm. Sehr interessant.
Und wir haben eine fortschrittliche Geschwindigkeit für das PKS. Die fortgeschrittliche Geschwindigkeitssimulation verleiht den betroffenen Soldaten eine etwas größere Verbesserung der Bewegungsreichweite. Was soll denn das sein? Dass wir zwei Schritte mehr laufen können, scheinbar, ne? So, hier diese Leichen, die Leichen und ein Offizier. Gut. Commander, die ständige Belastung durch den Krieg kann selbst unsere besten Soldaten erschüttern. Sie werden sich wieder erholen, solange wir für ihre Gesundheit sorgen. Ja, aber also wie gesagt, von der Agathe bin ich nicht so überzeugt. Die kann ruhig echt zu Hause bleiben. Da wir nun etwas Hilfe haben, können wir beginnen, das Schiff von alter Ausrüstung und Trümmern zu befreien, um Platz für neue Einrichtungen zu schaffen. Mhm, machen wir. Alien-Trümmer, Freiräumung beginnen. Achte, Kumpaner, neue Person erhalten. Ach so, das ist jetzt hier... Guck mal, hier haben wir schon wieder eine Susanna. Eine Susanna stirbt, die andere Susanna kommt. War sie nicht sogar gleich aus? Irgendwie? Aber das ist jetzt hier unsere Ingenieurin. Kann das sein? Neue Personalmöglichkeiten verfügbar. Gut, nehmen wir es einfach. Gut, ihr Lieben, damit sind wir schon wieder am Ende einer Folge. 36 Minuten ging die Mission. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und schaut beim nächsten Mal wieder dazu, wenn wir jetzt unsere Trümmer hier aufräumen und dann da weitermachen. Ich hoffe, es passt euch auch, dass ich die Missionen im Grunde genommen teile, also sprich in 15, 16, 18 Minuten Videos rausbringe, damit das so ein bisschen in Länge bleibt, ne? Also die gesamte Mission ging jetzt knapp 40 Minuten, 36 Minuten, gibt 37 jetzt dann gleich. Ich hoffe, das ist okay so für euch. So, wir sehen uns und hören uns in der nächsten Folge. Tschüss, bis zum nächsten Mal.